Hallo Internet! Hier ist wieder Backzack für euch und willkommen zu meiner Review von Jurassic World. Ich muss von vornherein erstmal sagen, ich war bei dem Film wirklich nicht vorbelastet. Ich habe weder gedacht, er wird scheiße, ich habe auch nicht gedacht, er wird verdammt geil. Ich bin einfach in den Film gegangen. Natürlich habe ich mir vorher nochmal alle Jurassic Park Filme angesehen und ich würde jedem, der meiner Review widersprechen möchte, empfehlen, dasselbe zu tun, denn das macht schon einen Unterschied, wenn ihr euch die alten Filme nochmal anguckt, bevor ihr euch Jurassic World anguckt. Denn die Erinnerung ist immer nochmal so ein bisschen anders als die Wirklichkeit dann. Direkt zu Beginn möchte ich mal mit der Tür so ein bisschen direkt ins Haus fallen und sagen, für das, was der Film ist, ist er okay. Kann man nicht anders sagen. Er ist halt ein Sommerblockbuster, bei dem viel rumgeballert wird, bei dem viel kaputt gemacht wird, was auch immer. Und das unterhält einen schon und dafür ist er auch in Ordnung. Aber wir alle kennen natürlich die Art und Weise meiner Reviews. Aber wir wären ja jetzt hier nicht bei Nerdcalypse, wenn wir uns nicht kleine Details aus dem Film herauspicken würden, um sie dann aufs Brutalste zu überanalysieren und überinterpretieren, um uns tierisch darüber aufzuregen. Er würde sonst keinen Spaß machen. Was wirklich nett gemacht war, ist, dass sie kleinere Details aus dem vorigen Film hier übernommen haben und versucht haben, die halt als Easter Egg so über den Film hinwegzustreuen. Zum Beispiel sieht man, wenn man genau darauf achtet, auf einem Bildschirm, der so für die Besucher des Parks zur Information dient, dieses kleine DNA-Strang-Männchen, das wir schon aus Teil 1 gekannt haben, das erklärt halt, wie der Prozess von der Dinosaurierherstellung halt funktioniert. Oder dass halt in ein und derselben Eingangshalle eine bronzene Statue von Hammond steht, der ja der ursprüngliche Gründer des Jurassic Parks war. Oder dass zum Beispiel ein Mitarbeiter des Parks ein altes, wirklich altes Jurassic Park T-Shirt anhat, von dem alten Park, und dafür dann auch noch angeflaumt wird auf Arbeit. So nach dem Motto, Alter, du kannst das T-Shirt hier nicht anziehen. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute damals gestorben sind? Das geht mal gar nicht klar. Das ist uncool. Zieh das sofort aus! Also wie gesagt, diese kleinen Easter Eggs, die da gestreut werden, die sind wirklich nett. Das kann man nicht anders sagen. Aber das bringt mich direkt zu dem Punkt, den ich absolut schwachsinnig finde, ist nämlich die Story. Genau das, was ich gerade angesprochen habe. Da muss man sich jetzt mal Folgendes überlegen. Da gab es einen Park vor zig Jahren, in dem Dinosaurier waren. Und das ist komplett schief gegangen. Die haben so richtig verkackt, ja. Und die Dinosaurier sind ausgebrochen und haben zig Leute gefressen und Gemetzel und Totschlag überall. Dann kommt raus, es gibt noch eine zweite Insel, das sind auch Dinosaurier. Und natürlich fahren da auch Leute hin, holen sich Dinosaurier, holen sogar Dinosaurier in die Zivilisation, in die Großstadt. Ja? Und auch da sterben zig Leute, totale Katastrophe. Und als wäre das nicht genug, passiert es noch ein drittes Mal. Und die Leute gehen wieder auf diese Insel und wieder geht die ganze Scheiße in die Hose. Ja? Immer wieder, immer wieder. Und jetzt soll mir mal bitte einer erklären. Ja? Wie es möglich ist, dass sie das durchgeboxt bekommen, nochmal so einen verfickten Park aufzumachen. Ich meine, das ist doch der absolute Schwachsinn. Ja? Ich meine, ich will das jetzt nicht zu sehr überinterpretieren. Okay, ich mach's gerade natürlich wieder, logisch. Aber gibt es da nicht, ich weiß nicht, Behörden oder Bauaufsichten oder, weiß ich nicht, irgendwelche Auflagen, die man erfüllen muss, dass man nicht wieder einen mörderischen Dinosaurierpark bauen kann. Ich meine, das ist dreimal in die Hose gegangen. Nicht einmal, nicht zweimal, drei verfickte Male. Und dann denkt sich einer so einfach, ich habe ein paar Millionen. Und ich will was bauen. Was kann ich bauen? Oh, ich weiß nicht. Wie wär's mit einem Rummel? Nein, gibt's die Santa Meer. Was Besseres, was Besonderes. Naja, Disneyland ist ganz erfolgreich. Ja, das ist schon nicht schlecht, aber wir brauchen was Besseres. Da muss es so einen Kick geben, so einen Kick. Ja? Die Leute müssen sich gruseln oder irgendwas. Da muss mehr kommen, da muss mehr kommen. Hier, sag mal, gab's da nicht vor ein paar Jahren mal diesen Dinosaurierpark? Ja, stimmt, Jurassic Park. Was war nochmal mit dem Park? Ich glaube, das endete damit, dass der Park zugemacht wurde, Milliarden Verlust eingefahren wurden und dann auch noch ein paar Dutzend Menschen abgekratzt sind. Ja, doch, ja. Tote Menschen. Mord und Totschlag. Das ist gut. Das ist gut. Darauf können wir aufbauen. Okay, versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich wünsche mir nicht, dass wir im Film gesehen hätten,
wie jeder ein Jurassic Park Mitarbeiter zu irgendeiner Behörde geht und Papierkram einreichen muss, damit der Park genehmigt wird und keine Ahnung was. Das ist ja Blödsinn. Aber man hätte doch zumindest mal erwähnen können, ja, irgendwie unterstreichen können, wie absurd die Grundidee eigentlich ist, diesen Park wieder aufzubauen und wie schwer es war, das zu machen. Das hätte ja schon gereicht eigentlich. Ein anderes großes Problem, was ich mit dem Film hatte, waren die Dinosaurier an sich. Sie waren mir einfach nicht extrem genug. Wenn ich jetzt sage extrem, dann meine ich damit, dass die Dinosaurier, besonders der T-Rex und die Velociraptoren, früher wirklich bedrohlich waren und gruselig und heftig. Es waren halt Monster. In diesem Film werden Velociraptoren wie Löwen und Tiger im Zoo gebändigt und verlieren ein wenig ihren Schrecken. Hey, ich seh dich. Wow, ich seh dich auch, wie gesagt. Um mal den Vergleich mit dem Löwen und Tiger weiterzuspinnen. Natürlich ist ein Tiger oder ein Löwe ein gefährliches Raubtier. Ich meine, es ist auch ein Unterschied, ob das Tier eine wilde Bestie ist oder ob ich eine zwischenmenschliche Beziehung zu dem Ding habe. Sowohl Raptoren und T-Rex haben einfach nicht mehr denselben Stellenwert in diesem Film, wie sie es in den vorigen Teilen hatten. Und der Film versucht als Ausgleich dafür natürlich diesen neuen Mega-Dinosaurier da zu kreieren, der so eine Art Genexperiment ist, aber er schafft es nicht. Dieser neue Dino wird uns also als Mega-Bestie verkauft, die einfach mal alles wegficken müsste. Der hat doch ein paar coole Fähigkeiten. Zum einen sind irgendwie Oktopus-Gene in ihm drinne, deswegen kann er sich tarnen, also quasi unsichtbar machen im Prinzip, was ganz cool ist und was ihn ja auch echt gefährlich macht. Das Problem ist nur, es wird gar nicht im Film richtig eingesetzt. Wisst ihr, wie viele Szenen es gibt, in denen dieser Dinosaurier sich tarnt? 2. Schon eine Mauerausbeute. Ein weiteres großes Manko, das der Film für mich hatte, ist, dass er zwar versucht, wirklich krampfhaft versucht, das Feeling der alten Filme einzufangen, für mich es aber überhaupt nicht schafft. Kein bisschen. Ja, okay. Ich habe gesagt, es gibt Easter Eggs und so weiter, die halt an die alten Teile Bezug nehmen und so weiter. Ist auch alles schön und gut. Aber was Jurassic Park als Film wirklich nicht als Effekthascherei, sondern als Film selber ausgemacht hat, waren nicht die Dinosaurier, sondern wie mit den Dinosauriern in dem Film umgegangen wurde. Jetzt schließt sich so langsam der Kreis, deswegen habe ich am Anfang gesagt, guckt euch nochmal die alten Teile an oder zumindest Teil 1, um zu verstehen, was ich meine. Guckt euch mal zum Beispiel diese Szene aus Teil 1 an. Das ist eine der legendärsten Filmszenen in der gesamten verfickten Filmgeschichte. Es ist dunkel, es regnet aus Strömen, man sieht nicht richtig, es ist kalt, es ist eine scheiß Situation. Dann hört man nur etwas und man weiß nicht, was es ist. Man wird angeteasert mit etwas, das da kommt, man sieht es aber nicht direkt. Hier wird erstmal richtig Spannung aufgebaut, bevor uns dann der T-Rex präsentiert wird in seiner gesamten grausamen Pracht. Hier ist also ein ganz klarer Spannungsbogen und der Film macht das nicht nur einmal, der macht das mehrmals. Guckt euch zum Beispiel diese Szene mal an. Timmy, what is it? It's a Velociraptor. Oh.
Und solche Szenen in dieser Art und Weise und in diesem Setting gibt es einfach nicht in dem Film. Das gibt es einfach nicht. Und das ist schade. Und dadurch geht er viel Stimmung verloren, die in den vorigen Teilen immer da war. Aber genau sowas hätte der Film gebraucht, verdammte Axt. Es ist ja nicht so, als wären wir heute nicht sehr viel technologisch fortgeschritten und es wäre einfacher, mit Computern und so weiter die Filme zu verbessern oder was. Heutzutage werden Schauspielern sogar Bärte mit Computer ins Gesicht geklatscht, anstelle den einfachen normalen Bart zu geben. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir fotorealistische Filme in Weltraumszenarien drehen können. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir den unglaublichen Hulk sehen, wie er eine gesamte verdammte Stadt in Schutt und Asche legt und es sieht aus, fast aus, als wäre es echt. Da hauen einen heutzutage einfach so ein paar Dinosaurier nicht mehr vom Hocker. Damals war das eine riesige Sensation. Das war ja das Besondere, dass riesige Roboter gebaut wurden, Animatronics, die halt zum Filmen benutzt wurden, weil es diese Computereffekte damals in der Art und Weise so noch nicht gab wie heute. Das war das Besondere daran. Das lockt heute aber kein Schwein mehr vom Ofen hervor. Und genau das ist das Problem, was ich mit diesem Film habe, weil sie sich nämlich hier in Jurassic World stilistisch einfach von den ursprünglichen Filmen entfernt haben. Es ist aber so, dass gerade dieser besondere Stil in den alten Filmen die Jurassic Park Teile, die alten, heute noch ansehbar macht. Es ist ja bei Star Wars zum Beispiel auch so, dass man sich Star Wars heute nicht mehr wegen den Effekten anguckt. Man guckt sich die alten Star Wars Teile wegen der Story, wegen dem Feeling an und nicht, weil da einer mit einem Laserschwert steht. Gut, damit sind wir auch schon wieder fast beim Ende. Ich fasse das Ganze nochmal für euch zusammen. Schön ist es natürlich, wie gesagt, dass sie gewisse Easter Eggs aus den alten Teilen wieder mit übernommen haben und eingebaut haben. Also wie zum Beispiel dieses kleine DNA-Männchen oder auch das Jurassic Park T-Shirt und so weiter. Das ist nett, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Es ist aber, finde ich, komplett lächerlich, dass sie der Story... Sie haben sich nicht mal bemüht um eine anständige Story. Sie haben einfach nur so gedacht, yo, Dinosaurierpark, because of reasons. Und das wird gar nicht erklärt. Und das ist leider einfach nur, suboptimal, sag ich mal. Ne? außerdem ist es meiner Meinung nach nicht mehr so, dass die Dinosaurier bedrohlich sind. Sie wirken wirklich nur noch wie große, schwere Tiere. Natürlich sind Dinosaurier große, schwere Tiere. So ein großes, schweres Tier, wie ich auch bin. Aber sie waren vorher wirklich bedrohlich und für mich kommt dieses Bedrohliche einfach nicht mehr mit rüber. Trotz aller Versuche und Easter Eggs, die sie eingebaut haben, schaffen sie es nicht wirklich, den Kern und das Gefühl der alten Filme wieder aufzubauen. Das ist einfach schade, weil sie sind da so ein bisschen am Ziel vorbeigeschrammt, weil sie nicht verstanden haben, was die alten Jurassic Park Filme heute noch aktuell ansehbar macht. Übrigens bricht der Film gerade so ziemlich jeden Box-Office-Rekord, den es gibt. Und um dem Ganzen mal so ein bisschen entgegenzuwirken und euch nicht einfach zu sagen, rennst du ins Kino, sage ich euch, kann man sich angucken, muss man aber nicht. So, das war also meine Review zu Jurassic World und ich bin jetzt natürlich gespannt, was ihr dazu sagt. Findet ihr, dass ich recht habe und der Film leider nicht ganz so gut geworden ist, wie er hätte sein können? Oder sagt ihr, nein, du bist ein Spasti und der Film war der Hammer und er hat es komplett verdient, alle Umsatzrekorde gerade zu brechen und du hast aber überhaupt keine Ahnung? Ist okay, finde ich gut. Dann schreibt es mir doch in die Kommentare und wir können darüber diskutieren. Hey, es würde mir Spaß machen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut. Und bis dahin sage ich Tschö mit Ö. Als ich ein Kind war, hatte ich alle Extreme Dinosaurs Actionfiguren. Moinsen, ich bin doch nochmal da, um ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Und zwar wisst ihr vielleicht, dass zurzeit ja die E3 in Los Angeles stattfindet oder vor kurzem stattgefunden hat. Die größte Videospielmesse der Welt. Und dort ist natürlich der heißeste, neueste, geilste Shit in der Videospiel-Gamer-Welt zu sehen, der in den kommenden Jahren kommen wird. Und darunter ist zum Beispiel auch Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Und ich habe vor einiger Zeit ein Video hochgeladen, zwar auf Englisch, aber ich denke, die meisten Zuschauer von euch können sowieso so gut Englisch, dass sie das verstehen, was ich da gesammelt habe. Ein wirklich interessantes Video über eine Theorie, die Story des Spiels betreffend, könnt ihr euch ja vielleicht mal ansehen. Es hat viel zu wenig Views, meiner Meinung nach. Zum anderen möchte ich darauf hinweisen, Leute, kommt oder liked meine verfickte Facebook-Seite.
euch entgeht was, ja? Ich poste da eigentlich wirklich jeden Tag oder wirklich eigentlich fast jeden Tag poste ich da irgendeinen Kram, irgendwelche News, irgendwelche lustigen Bildchen und so weiter. Euch entgeht was. Es ist auch immer ganz schön, mit Leuten, die halt sich meinen Kanal angucken, dort in Kontakt zu treten und ihr könnt mit dazugehören. Ihr müsst einfach nur auf Facebook gehen, www.facebook.com/nerdkalypse. Dort findet ihr meine Facebook-Seite und wirklich, es ist eigentlich, finde ich, ganz schön unterhaltsam dort. Außerdem habe ich mittlerweile auch Twitter, auch wenn ich das nicht so regelmäßig nutze, aber wenn da mehr von euch zurückkommt, werde ich es auch mehr benutzen. Also ein kleiner Aufruf von euch, für euch natürlich. Kommt auf meine Facebook-Seite und kommt zu meinem Twitter. Vielen Dank bis dahin.